Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, zur nächsten Episode der legendären und sehr schweren und mit legendärer Chaos-Kampagne ausgestattete Rakarth-Kampagne der Neuen auf diesem Kanal. Heute an diesem Sonntag früh veröffentlicht, denn am Abend gibt es vermutlich Turnierstreams und wenn ihr mehr von der Kampagne sehen wollt und wie wir die Plünderparty und die Vernichtung und Versklavung des Großteils des Imperiums sehen wollt, dann lasst gerne die Daumen hoch da und die Kommentare und auch alles andere, was euch Spaß macht. In der letzten Episode haben wir die Truppe, die von Dietershafen ausgesendet worden ist, fast vollständig vernichtet. Und wir machen das lieber von Hand, denn ich will nicht zu viele unnötige Verluste erleiden. Denn wir brauchen die. Wir sind nämlich schon in ziemlich gefährlichem Feindgebiet mit unserer Armee. Und da kann jederzeit irgendwo ein Doomstack oder zwei oder drei kommen und uns einfach so überrennen, wenn wir nicht aufpassen. Deswegen müssen wir unsere Armee in so einem guten Zustand wie möglich halten. Was haltet ihr eigentlich von der Rakarth-Kampagne und Rakarth, dem legendären General? Er ist ja mittlerweile schon eine Weile hier in der Gegend. Und ihr hattet bestimmt auch schon die Zeit, ihn auszutesten. Falls ihr ihn noch nicht habt, ihr könnt ihn einfach über über Total War Access holen. Das ist ganz einfach. Ihr googelt Total War Access und installiert dann und macht euch dort einen Account. Und dann könnt ihr die Rakarth-Kampagne auch selbst spielen und natürlich Rakarth als legendären General befehligen, falls ihr Lust drauf habt. Habt ihr die Kampagne schon gespielt? Seid ihr bereits weiter als mich? Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr so darüber denkt. Bringt die Rakarth-Kampagne eurer Meinung nach einen angenehmen, guten Beitrag mit in Total Warhammer 3 und oder seid ihr eher nicht übermäßig überrascht und angetan von dem, was hier kostenlos gekommen ist? So, unsere Salven fliegen schon mal. Das ist gut. Erstmal easy Pickings für unsere Korsaren der Schwarzen Arche mit Hand am Brust. Gerade gegen Low-Tier-Infanterie mit niedriger Panzerung und ohne Schilde sind die Korsaren der Schwarzen Hand am Brust schon ziemlich ärgerlich. Fiese Typen. So, die sind schon mal erledigt. Unser Gegner hat hier im Hintergrund einige, was ist das? Armbrustschützen. Okay, die haben relativ hohe Reichweite, müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber im Großen und Ganzen denke ich, wird das eine einfache Schlacht werden. Unsere Harpien packen wir rechts und links von der gegnerischen Armee entfernt auf, damit die dann im richtigen Moment einfach auf den Gegner drauf springen können. Auch wir können außerdem wieder den Manticore beschwören. Bisschen frühzeitig, ein bisschen weit weg, also im Multiplayer würden wir ihn eigentlich eher näher am Gegner dran beschwören, aber hier ist es uns egal. Wir lassen ihn nur rein, damit wir nachher mit der dunklen Kanalisierung explodieren lassen können. Los geht's. Zeig, was du kannst. Und Rakarth als General. Ich meine, ich habe ihn jetzt auch ein bisschen im Multiplayer ausprobiert. Yeah. Der ist so. Der ist okay, aber nichts wirklich Beeindruckendes zu sehen. Aber wir können auch den Bernsteinspeer hier reinhauen. Machen wir sofort. Und wir lassen ihn direkt explodieren. Rudy Holz. Greifen wir hier an. Oh, schon. Meine Güte, sind die explodiert. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wie viel Schaden dieser Explosionsspruch macht. Unglaublich. Wir greifen auch die Armbrustschützen von der anderen Seite an. Die Generäle dürfen nun kommen. Ja, natürlich wollen wir verhindern, dass die gegnerischen Regimenter wegkommen. Und verfolgen sie auch. Der erste Manticore ist fast tot, aber das macht nichts. Wir haben auch einen zweiten. Oh. Die Korsaren der Schwarzen Arche sind von den Schwertkämpfern gebunden worden. Ist aber nicht schlimm. Die Gegner haben nicht mal irgendwelche Pferde dabei. Deswegen können wir sie nicht debuffen.
Okay, sieht soweit gut aus. Ein Großteil der gegnerischen Armee ist vernichtet. Ihr hört mal auf zu schießen, sonst trefft ihr nur unsere eigenen Truppen. Wollen wir nicht. Und unser Gegner flieht. Sehr schön. Sehr schön. Ihr schnappt euch hier die Schwertkämpfe, ihr schnappt euch die hier. Ihr schnappt... Oh, da sind noch ein Haufen gegnerische Elevadiere. Die schnappen wir uns auch noch. Du gehst hier Kurtis hinterher. Oh, Moment. Ach ne, den. Ich schiebe ihn gerade vor mir her. Das ist wieder seine komische Bug. Wir schieben ihn sogar doppelt vor uns her. Angeblich ist es ein Free-Kill, wurde mir gesagt von Ascopa letztens. Wenn man den Gegner so vor sich her schiebt mit einem Streitwagen. Ist allerdings trotzdem ein Bug. Not a feature. Oh. Vergessen, dass wir noch eine Drachenatem auf Lager haben. So, sind die alle tot. Da sind noch ein paar Elevadiere übrig, die wir auf jeden Fall noch fressen. Den schicken wir jetzt mal auf Kurtis los. Erstmal mit Drachenatem. Eine Einheit wurde ausgelöscht, das war unser Manticore, macht aber nichts. Und drauf. Kommt, schnappt ihn euch. Dann können wir nämlich in Anschluss, ja, relativ problemlos die gegnerische Stadt erobern, plündern und richtig viel Geld machen. Denn das ist es, was wir brauchen. Und wir sind momentan bei ungefähr minus 1700 pro Zug. Schon nicht optimal. Also wir müssen so richtig Fettkohle verdienen. Deswegen habe ich unserem Rakard auch ein paar Skills gegeben, mit dem er mehr Einkommen durch die Vernichtung seiner Feinde erzeugen kann. Genauso wie wir es brauchen. Bei uns zu Hause in Albion ist leider so ein bisschen Rebellionszeit angesagt. Und wir haben nicht ausreichend Streitkräfte, um die Rebellion in der Feldschlacht zu besiegen. Deswegen müssen wir warten, bis sie in Fullstack ist und uns angreift. Her mit den Sklaven. Mehr Harpien für uns. Wunderbar. Führerschaft plus 5 beim Kampf gegen Menschen. Level up, berüchtigter Plünderer, wunderbar. Damit können wir viel besser Siedlungen ausrauben als vorher. Und unsere Zauberin hat jetzt eigentlich alles, was wir so wirklich haben wollen. Dann würde ich mal sagen, geben wir ihr noch Energiereserve der Winde der Magie. Die schaden nie. Oh, wo ist die Kamera hin? Gerade hier rüber. Genau, hier sehen wir jetzt gerade den Stand der gegnerischen Rebellion. Ich muss leider warten, bis hier ein Fullstack wird. Ich habe noch ein paar Modelle hier rekrutiert. Wir haben jetzt hier Riesenwölfe, Krähen, wir haben die Helle Brunei, wir haben in der Garnison eine ganze Reihe Korsaren, außerdem Dunkeldorn und wilde Manticore. Müsste schon funktionieren. Ah, übrigens, wir haben ja im Stream letztens hier konföderiert. Das sieht ganz gut aus. Dadurch gibt es eine Extra-Armee, die uns natürlich auch wieder Geld kostet. Titas Hafen ausrauben für 6.981. Ja, sehr gerne. Hochelfensklave, Einkommen aus allen Gebäuden, plus 10%. Das ist doch genau der richtige Sklave für unseren Held, der zu Hause geblieben ist. So, du kriegst ihn gleich. Wovon kannst du ihn nicht haben? Ah, doch hier. Hochelfensklave, sehr gut. Wird bestimmt eine spannende Schlacht, Albion zu verteidigen. Und Dietershafen übernehmen wir jetzt mal einfach ganz kurz. Plündern und besetzen. Die Gebäude reißen wir ab, sofern es geht, aber geht erstmal nicht. Genau, wir bleiben einen Zug hier, regenerieren uns und gehen dann weiter nach Salzmünde. Was mit den Norska? Die finden uns nur so mäßig gut, aber okay. Handeln können wir mit niemandem. Klan Rictus vielleicht. Ja, never. Aber wir könnten euch vielleicht Warpstone yes geben. Hm. Wir haben trotzdem keine Lust. Egal. Okay, Salzenmünd ist unser nächstes Ziel. Und dann laufen wir hier einmal durch, schnappen uns Middenheim, Weißenmund, die Grünhäute räumen wir auch ab. Gehen nach Marienburg und Altdorf, um den Menschen, den Zoo, den die Menschen dort gemacht haben, kaputt zu machen. Geht ja nicht, Menschen und Zoo. So, hier sind unsere neuen Gebiete. Wir haben einen Meister. Wachstum stimulieren und Kampftraining. Was kostet er uns? 420 pro Zug. Ja. Nee. Tschüss. Der ist weg.
unsere, genau, hier oben haben wir diese Karak-Siedlung, die werden wir abreißen. Kriegen wir 1500, 1800, 900. Warum? Weil wir können die Siedlung einfach nicht halten. Ende der Geschichte. Ich meine, okay, die wird wahrscheinlich eh jeden Moment angegriffen von irgendjemandem, nehme ich mal an. Denn die Leute um mich herum finden mich nicht sonderlich gut. Konföderationsstrafe gibt minus 40. Ja, die werden uns alle angreifen. In kürzester Zeit. Das heißt, wir müssen hier konsolidieren. Das heißt, Sklaven-Cup erobern. Die Monolithen, die werden wahrscheinlich Rebellionen erleiden. Hier haben wir auch minus 22 Führerschaft. Öffentliche Ordnung ist auch schlecht. Aber immerhin ist es gut ausgebaut. Und Geld und Wachstum haben wir genug. Okay, was machen wir? Loyalität ist außerdem sehr niedrig hier. Das gibt's doch nicht. Okay, hat diese Magierin irgendwelche Fähigkeiten? Plündern und ansonsten nichts Wertvolles. Okay, die Armee ist okay. Sehr viele Korsane, schwarzen Arche. Hier ist auch so ein komischer Meister drin. Brauchen wir den? Ich würde mal sagen, um Geld einzusparen, schmeißen wir den auch einmal raus. Reduziert die Größe ihrer Armee zu sehr, führt dies unter zum Loyalitätsverlust des Kommandanten. Okay, der kommt weg. Der Rest der Armee darf ein bisschen bauen. Schwestern. Hier können wir sogar schon Schwestern des Gemetzels bauen. Die kosten gar nicht so viel. 225. Nicht übel, nicht übel. Okay, dann werden wir die Armee noch ein bisschen verbessern. Schwestern des Gemetzels, 315 pro Zug. Doppelt so viel wie Düsterschwere. Und Korsane Schwarzen Eiche. Okay, wir nehmen mal zweimal Schwestern des Gemetzels mit. Vielleicht noch eine Adlerklauen, nee, Schlitterspeerschleuder, nee, wir haben jetzt unsere Fernkämpfer. Das sollte soweit reichen, um alle Linien zu halten. Noch irgendwas für Entsetzen wäre auch noch gut. Und um die Gegner einzusammeln. Harpien nehmen wir mit. Wildes oder sollen wir die Karyaptis mitnehmen? Ja, so teuer. Antigroß. Regeneriert sich nicht. Ja. Nehmen wir ein wildes Stegadon rein. Und nochmal Harpien. Warum habe ich eigentlich keine Hunde? Wohl alle schon rekrutiert. Okay. Damit haben wir hier eine ganz gute Armee. Und immer noch sehr viel Geld. Wir halten für 20 Züge durch. Wollen wir... was können wir hier machen? Handel. Handelsmaterial. Steinsägewerk. Das ist gut. Karonka kann ansonsten... Oh, was ist das denn hier? Paläste der Sklaven. Einkommen durch Sklavenstelle. Alle Regionen in dieser Provinz. Das ist nicht übel. Das ist nicht übel. Das heißt, wir sollten die Sklaven nicht hier reinbringen, wenn wir können. Richtig viel Bonus durch Sklaven halten. Die Mauern wären auch gut, weil die Region sich nicht hält. Außerdem die Straßen. Öffentliche Ordnung ist auch ziemlich schlecht. Da müssen wir eine Menge bauen. Erstmal öffentliche Ordnung plus 4. Okay. Folterpfähle. Das stabilisiert die Provinz ein bisschen. Straßen für die beschleunigte Bewegung oder lieber mehr Geld und weniger öffentliche Ordnungsprobleme und Garnison. Ja, wir nehmen die Paläste. Und dann gehen wir im nächsten Zug runter, erobern das Sklavencup für uns. Können wir beim Monolith noch was machen? Wir sollten ein bisschen Garnison hier reinziehen. Auch wenn die nicht wirklich sehr groß ist, weil öffentliche Ordnung kriegen wir denn nicht rein, aber wir können Rebellion zu smashen und das kommt gut. Okay. Ich glaube, damit sind wir durch. Jetzt haben wir nur noch Gold für 13 Züge, aber durch unsere Plünderungsaktion sollten wir das wieder ganz gut in die Höhe ziehen können. Sollen wir vielleicht auch noch Sklavenstille machen? Gerade schicke ich meine ganzen Sklaven nach Conquata, oder? Aber ich sollte sie eigentlich hier rüber schicken, denn Karonka ist offensichtlich das bessere Gebäude für... Ja, das ist offensichtlich die bessere Region. Und zwar ist das Karonka, die 1000 Schlunde, ist die Provinz. Die Trümmerinseln steht hier. Ach so, hä? Ich bin die 1000...
Ich bin die 1000 Stunde. Oh, ups. Ja, die Trümmerinseln holen sich Sklaven. Alle anderen keine mehr, bitte. Warum? Weil wir bei den Trümmerinseln deutlich mehr dadurch erhalten werden. Obwohl momentan ist das Einkommen hier bei 4000. Wow! Einkommen für, Moment, was gibt uns die Sklaven gerade? Hier habe ich 1000 Einkommen. Ist das durch die ja, okay, wir müssen die alle in die Trümmerinseln packen. Wenn wir da nochmal wie viel extra bekommen? 30%! Außerdem reduzierte Sklavenrückgang. Obwohl der natürlich auch nicht schlecht ist mit... Oh, okay, das ist ehrlich gesagt auch ziemlich gut. Hier machen wir auch noch extra Einkommen für Sklaven in der Provinz. Okay, wir packen sie mal in beide. Wir packen sie mal in beide. Die Trümmerinseln kriegen Sklaven und Albion bekommt erstmal Sklaven. Das sieht gut aus. Okay. Okay, jetzt habe ich viel gelabert, viel gewartet, um ehrlich zu sein. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Holen wir uns nochmal Harpien dazu. Und weiter geht's. Total War Wirtschaftssimulator. Your next meal has arrived, dear Brachus. Clan Rictus erklärt uns den Krieg. Soweit nicht ungewöhnlich. Die Konföderation hat dazu geführt, dass wir überall minus 40, glaube ich, oder minus 20 diplomatische Punkte bekommen haben. Und wir werden geplündert. Herzlichen Dank. Die Chaos-Invasion hat noch nicht angegriffen. Wir werden geplündert, aber das wissen wir ja schon. Okay, die gegnerische Armee wird hoffentlich jetzt bald angreifen. Was ist hier los? Oh, die brauchen zwei Züge zum Rekrutieren. Die Schwestern... Oh, das Gemetzel ist doof. Doof. Nun gut, was soll's. Packen wir noch ein Regiment... Schnitterspeerschleudern rein. Die erste ist sowieso so instantan gestorben. Also, nochmal Schreckenspeere. Dann ist der Stack, denke ich erstmal, okay. Ansonsten, die Gebäude werden gebaut. Die Siedlung kann ich nun aufgeben. Gib mir 640 Gold. Alles gut. Wie sieht's hier aus? Bleizitadelle könnte auch nochmal aufgelevelt werden. Und das Einkommen durch Sklaven erhöhen. Mal plus 10%. Ist auch nicht schlecht. Aber wir brauchen auch hier langsam mal öffentliche Ordnung. Oder wollen wir das überhaupt? Minus 23 momentan. Ach komm, Sklavenstelle. Schon in Ordnung. Ich glaube, der ist kumulativ, der Bonus. Hätten wir sonst noch irgendwas? Nee, okay. Nehmen wir die Sklavenstelle. Das kommt gut. Und hier können wir auch noch mehr... Außenpostengarnison bringt uns fast nichts. Wir können hier auch nochmal Sklavenstelle bauen. Sehr gut. Wir machen damit richtig fett Kohle. Okay, und jetzt gehen wir weiter nach Salzmünd. Zeit zu belagern. Mhm. Nicht sehr gut verteidigt. Und wir können direkt angreifen. Das ist doch genau das, was wir tun werden. Denn Mauern sind einfach ein Haufen Mist in Total Warhammer. Mauern sind so schlecht, dass ihr nur Nachteile habt, wenn ihr hinter Mauern steht. Und die KI blickt's leider nicht. Aber gut. Das Spiel gibt's ja erst seit ein paar Jahren, nicht wahr? Warum sind Mauern so schlecht in Total Warhammer? Nun, wenn ihr euch in zwei Reihen aufstellt, guckt die Reihe im Hintergrund immer nach hinten in die Stadt rein, anstatt nach vorne zu verteidigen. Schlau. Und die Türme sind... zu schwach, die machen eigentlich so gut wie gar keinen Schaden. Wenn ihr direkt auf die Mauern zulauft, was ihr tun solltet, ihr wollt ja die Mauern angreifen und überrennen. Kein Glück mit Ranald in dieser Kampagne. Wo greifen wir an? Linke Flanke. Ja, linke Flanke. Wir können unsere Monster direkt vorlaufen lassen, die zerschmettern die Tore. Und im Hintergrund, ja, können dann kann an die Infanterie vor. Wir können hier vielleicht noch ein paar Schatten von der rechten Seite irgendwo nach vorne bringen. Stehen wir überall, dann verteilt sich auch der Gegner. Obwohl, dann nehmen wir auch von viel mehr Seiten Schaden. Ach,
Das wird schon gehen. Ich bin da jetzt ehrlich gesagt momentan eher wenig besorgt, dass wir das hier gewinnen werden. Naja, die Hunde wurden leider ein bisschen genervt. Okay, vorwärts mit euch. Ihr macht hier das Pförtnerhaus auf. Hunis. Ihr blockiert die gegnerischen Armbrustschützen. Oh, machen gut Schaden. Aua. Wir beschwören einen Manticore. Okay, die gegnerischen Fernkämpfe sind blockiert. Ihr springt in den Gegner rein. Vielleicht direkt auch in die Armbrustschützen, why not? Oh ja, Moment, ich kann ja hier unsere Harpien explodieren lassen. Und die halbe gegnerische Armee damit vernichten, vermute ich. Oder? Ja. Nicht übel. Nicht übel. Okay. Läuft. Wir können meiner Kriegshydra noch ein bisschen mehr Schaden machen lassen, damit wir schneller durch das Tor kommen. Läuft ganz gut. Okay, Fernkämpfe sind ausgeschaltet. Jetzt können wir kurz mal abhauen. Wie sieht hier das Tor aus? 18% Schaden geht noch. Kommt der gegnerische Held hier durch? Er schießt auf jeden Fall durchs Tor. So wie es aussieht. Und jetzt backt das Tor wieder. Okay. Alle kommen rüber. Viele gegnerische Regimenter wieder auf der Flucht. Unsere Monster können durchbrechen. Soweit so gut. Nächster Manticore. Bitte rein. Hunde, ihr dürft schon mal durchlaufen. Ihr seid irgendwie ein bisschen verbuggt, aber was soll's. Hier, ja, Schwertkämpfer sehen gut aus. Greift mal die an. Ihr vertreibt den Gegner im Hintergrund. Und wir erobern die gegnerische Festung. Und dabei hat uns niemand richtig reingelassen. Tja, so kann's gehen. Wenn man nicht aufpasst. Oh, die Hunde kommen alle hier durch. Jedenfalls zum Teil. Faszinierend. Nein. Nein, Hundis. Hier rein. Hier rein. Hier rein. Ihr wollt es erobern. So, okay. Der Gegner hat keine Chance. Ist gut. Rein, rein. Greift hier an, greift hier an. Du kommst auch rein. Gegnerischer General ist auch fast tot. Und es sollte es gewesen sein. Oh, wir können jeden Moment auch gleich nochmal unsere lächerlich starke Explosion durchführen. Die Harpien sind auch schon wieder bereit. Ja, beziehungsweise wir können die Düsterschwerter explodieren lassen. Das ist auch gut. Mal sehen, was passiert. Gucken wir uns das einmal so richtig an. Ah. Jo. Nice. Warum können die Hunde eigentlich nicht die Treppen hochlaufen? Die sind doch eigentlich auch klein. Aber vermutlich gibt es noch irgendwo einen weiteren Wert, der im Spiel versteckt ist und verbietet, dass man... Dass man mit irgendwie Bestieneinheiten oder sowas... Mauern hochgeht. Auch wenn es total ungerecht ist. Den Bestien gegenüber. Okay, Leute, jetzt geht mal hier rüber und nehmt die gegnerische Festung ein. Das dauert mir alles zu lange hier. Okay, die sind futsch. Greift hier auch nochmal von hinten an, wenn es geht. Die sind auch futsch. Ende der Geschichte. Holen wir uns noch ein paar Sklaven, weil Sklaven sind immer gut. Abgesehen von dem hier. Der wird zur Chance... Oh, der ist tot. Er ist kein Sklave mehr. Tja.
Oh, da sind auch noch Hellebardiere. Was machen die? Ich würde mich nicht von... Also, ich kann... Kann vermutlich nicht empfehlen, sich von Dunkelelfen... gefangen nehmen zu lassen. Das ist wahrscheinlich... Keine unterhaltsame Zeit auf der anderen Seite. Wer will sich schon gefangen nehmen lassen? Okay, ist gut gelaufen. 158 Verluste, hielt sich alles in Grenzen, unsere Monster haben es gerissen, unser Gegner war nicht darauf vorbereitet auf diesen Angriff und jetzt können wir unglaublich süß und schön plündern. Hm, 2800 Beute, sonst vielleicht noch irgendwas Nettes? Nein. 4769 und 670 Sklaven, perfekt, her mit euch. Einkommen durch Ausrauben von Siedlungen weiter erhöht. Und wir holen uns ja die Stadt jetzt trotzdem. Insofern... Bestienzähme, Angriffsbonus. Also, ne. Ne. Angriffsbonus brauchen wir nicht. Das interessiert ja keinen. Unsere Zauberin hat auch nochmal was. Was haben wir hier? Schutz der Hekati, Magieresistenz, Geschossresistenz. Geschossresistenz kommt immer gut für Helden. Und Salzmünd wird nun unser werden. Plündern und besetzen. Dieters Hafen können wir abreißen. Was kriegen wir dafür? Nicht viel. Aber gut genug für uns. So, Salz und Münd, da können wir auch was abreißen. Sehr schön. Her damit. Ach ja. Ist bestimmt nicht unterhaltsam, gerade hier zum Imperium zu gehören. Dann gehen wir runter nach Middenheim und wieder zurück und ab nach Altdorf. Oder sollen wir noch weiter... Hier wäre eigentlich schon ganz interessant, noch weiter. Mein Norden sieht ganz gut ausgebaut aus. Oh, Nordland gehört uns. Also nicht wirklich, ich habe die Fraktion vernichtet. okay, ich kann hier sogar einen Erlass raushauen. Krass. Ich habe alles erobert. Erfolgreichste Kampagne bisher, Leute. Erfolgreichste Kampagne bisher. Gut, okay, ich glaube, da können wir jetzt in den nächsten Zug gehen. Wie sieht es mit den Sklaven aus? Warum sind eigentlich hier auch Sklaven reingekommen? Habe ich nicht richtig gemacht. Aber okay, aber jetzt... ist das eigentlich nur das Einkommen aus Sklaven? Nee, ist es... Oder? Ich verstehe es nicht. Ist es das Gesamteinkommen oder das Einkommen durch Sklaven? Ah, hier, Effekt durch Sklaven. Doch, hier, 1100. Moment, wir kriegen 1100 Gold durch 3400 Sklaven. Hier kriegen wir 100 durch 500. Wir kriegen ja viel mehr Einkommen durch Sklaven hier oben. Viel mehr. Ja, komm, packen die alle da oben rein. Fürs Erste. Fürs Erste kommen die alle da oben rein. Ihr wollt wahrscheinlich Krieg. Ja, soweit so normal. Okay, sobald sich irgendeine große Fraktion... entscheidet unsere Inseln. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier für ein komischer Angriff? Da greifen uns die Skaven an mit drei Helden und die sind auf jeden Fall stark. Tretch Feigschwand ist auch dabei. Aber wir haben die dunkle Kanalisierung, um das gesamte Clanratenregiment mit einem Schlag zu vernichten. Und dann haben wir noch die Dunkeldorn, um den Gegner kaputt zu schießen. Okay, die Assassinen sind schon extrem stark, klar. Aber... Das sieht nicht unmöglich aus. Es sieht nicht unmöglich aus. Den Tretch Feigschwanz ist ja bekannt dafür... feige zu sein. Und ich hoffe, er wird auch weglaufen. Wenn wir uns jetzt irgendwo schön aufstellen können. Mal sehen, hier hinten. Ist ein Hügel. Ach, der Hügel ist okay. Den Berg runter angreifen ist immer gut. Unser General bleibt erstmal zurück. Wir sollten uns wahrscheinlich ein kleines bisschen aufteilen.
Hier können wir noch auf den Hügel. Okay. Aber ich will eigentlich gar nicht so nah an den Rand, wenn ich so drüber nachdenke. Okay, das sieht glaube ich ganz gut aus, die Position. Wir versuchen uns weit auseinander aufzustellen. By your command, it is done. As you say, great spears. Okay, vor allem damit unsere Dunkeldorn gut schießen können. Understood. At once. We understand. Okay, unsere Explosion ist bereit. Unsere Vitalität ist dann zwar nicht. Oh nein, diese Kacke habe ich vergessen, dass das ja auch noch da ist. Das ist jetzt natürlich schon ziemlich schlecht. Ihr fokussiert den gegnerischen General. Ja, wenn eigentlich alle hier hingehen, ist das gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ich kann jetzt aus nächster Nähe den gegnerischen General noch zerlegen. Sehr gut, okay. Kommen alle hier auf dieselben Schreckenspeere. Kann eigentlich fast gar nicht besser sein. Warum geht ihr in den Nahkampf, Idioten? Okay, ihr zieht euch aus dem Nahkampf zurück. Oh, wir haben die Gegner weggesprengt. Oh, komm schon, das ist das nächste Regiment. Seid ihr eigentlich bekannt? So eine Kacke. Okay. Katastrophe. Bin mal gespannt, ob wir das überleben können. Wenn wir ein paar schöne Salven unserem Gegner so richtig schön die Gasse reinhauen könnten, würden wir das gewinnen. Nochmal eine. Yeah, okay. Das ist es dann, denke ich, gewesen. Das ist es, denke ich, dann mal gewesen. Vor allem, weil wir nicht auf diesen Gegner schießen können. Eine schöne Exekutionssalve. Nee. Nee. Schade. Dann hätten wir das Ding auch abreißen können, wie ursprünglich geplant. Oh, die Siedlung. Schade eigentlich. Ich hatte gehofft, hier geht was, aber da waren zu viele Gefahren aus der Tiefe. Diese Skaven waren vermutlich gut gefüttert. Eklig. Und sie haben sogar einfach abgerissen. Bastarde. Bastarde. Nun gut, das vereinfacht schon mal die Frage, was wir hier tun. Nämlich nichts. Gut, dass wir kein Gebäude hier gebaut haben. Doch, ich wollte doch, glaube ich, eine Garnison hier bauen. Oh. Jetzt kommt die interessante Schlacht. Verbriefte Piraten. Einkommen durch Ausraubung von Siedlung plus 20%. Ideal. Genau, das brauchen wir. Einkommen durch Sklavenstelle ist hier. Das wollen wir auch so früh wie möglich haben. Gibt es sonst noch irgendwas Interessantes? Einkommen haben wir jetzt erhöht. Wir wollen noch mehr Einkommen haben, wenn es geht. Das heißt, wir brauchen das Einkommen durch Sklavenstelle. Dafür investieren wir jetzt mal 2000 Gold. Und wir schnappen uns noch Norden mal ganz kurz, weil die sehen eigentlich ganz nett aus.
Und ich glaube, sie können uns nicht widerstehen. Die Antwort lautet ja. Sie sind nicht in der Lage. 80 Verluste. Hätten wir bestimmt noch ein bisschen besser machen können. Aber sei es drum. Für 5700 und haufenweise Sklaven ausrauben. Wunderbar. Dummerweise stehen wir jetzt ein bisschen im Nichts rum. Schade, aber dann machen wir sie im nächsten Zug nochmal kaputt. Okay, und unser Einkommen ist gesichert. Salzenmünd, was machen wir damit? Kommt sogar eine Rebellion. Meh. Zeit, die Siedlung zu verlassen. Wir brauchen da nichts machen. Oh, die Bretonen sind in der, sind da. Die wollen... Bretonen sind gekommen, um dich noch mehr abzuholen. Was eigentlich mit dem Schwarzlichtturm? Kann der den Skaven widerstehen? Die haben Korsaren der Schwarzen Arche mit Bonus gegen Infanterie. Die sollten das eigentlich hinkriegen. Aber... was ist das denn? Was ist das denn für eine komische Insel? Kann ich hier rüber gehen? Ja, ich könnte hier noch zum Schwarzlichtturm. Aber das ist schon irgendwie ziemlich schlecht, wie wir uns hier bewegen müssen. Aber okay. Okay, und die KI kann den Weg... Oh nein, die wird zerfallen auch noch, wenn wir hier... hier im Meer sind. Ja gut, dann gehen wir halt unten rum, was soll's. Okay, Kalon Kar wird auch bald in 3 Zügen bereits rebellieren. Möglicherweise müssen wir nochmal eine Armee ausheben. Das kostet uns dann 2000, das können wir uns fast bald nicht mehr leisten. Wie üblich diese Kampagne, nicht wahr? Okay, was machen wir hier? Schlagen wir zum Abschluss noch das Chaos zurück? Ich würde sagen, ja. Oh, das können wir sogar automatisch machen. Dann ist die gegnerische Armee sowieso gleich vernichtet. Boom. Dann machen sie mir keinen Ärger und sie geben mir Sklaven. Dankeschön. 3200 Gold. Ja. Und in einem Zug geht es uns wieder gut. Hier können wir dann tatsächlich mal irgendwelche Einkommenssteigerungen Dinger erforschen. Hat er leider nicht. Na, okay. Nichts zu machen. Aber ansonsten sieht es gut aus. Geld ist mehr als genug da. Unser Sklaveneinkommen wird weiter erhöht. Was wollen wir dann als nächstes? Noch mehr Wachstum. Wachstum ist schön, aber viel zu teuer, dass es sich lohnt, da nochmal das Geld reinzuhauen. Bevölkerungsüberschuss, wir haben plus 170, das dauert so 10 Züge, bis es besser wird. Auch in Ordnung. Brauchen wir die Straßen. Einkommen durch Sklaven wird damit erhöht. Alternativ Reduktion durch öffentliche Ordnungskorruption. Chaos, Korruption. Unverdorben sind wir eigentlich ganz gut. Es rebelliert gleich nochmal. Warum eigentlich? Verwüstung, Schwierigkeitsstufe, Ereignisse. Ah. Ungewissheit. Hä? Was denn da los? Die rebellieren ja die ganze Zeit. So eine Sauerei. Ja, da können wir nichts machen. Da können wir nichts machen. Naja gut, dann wollen wir unser Einkommen noch weiter in die Höhe schieben. Einkommen durch Sklaven nochmal plus 5%. Bam. Bam, Leute, warum nicht? Die Trümmerinseln, da können wir die öffentliche Ordnung weiter erhöhen. Würde ich jetzt auch mal machen. Weil ich keine Lust habe, hier die ganze Zeit hin und her zu laufen und öffentliche... Und die Ordnung immer wieder herzustellen und Rebellion zu smashen, auch wenn es natürlich Spaß macht. Und dann gehen wir mal in den nächsten Zug. Rebellion in Nordland. Aber das macht mir nichts. Die gehört mir sowieso bald nicht mehr. Erdbeben gegen Karon Kar. Ah, man muss die Skaven lieben. Oder sie vernichten. Und ich glaube, wir werden sie vernichten. Vielleicht können wir noch eine zweite Armee, Plünderarmee, losschicken. Damit könnten wir dann Karon Kar verteidigen. Also, beziehungsweise die Armee, die gerade losgegangen ist, wird dann die zweite Plünderarmee. Und Karon Kar wird noch mit einer weiteren Armee zu Hause verteidigt. Nordland rebelliert. Oh! Die haben sich Salzenmünde schon wieder erobert. Ja, wie schön. Dann können wir das bald wieder plündern. Schwarze Arche. Wachstum ist erforscht. Alles gut. Mission abgebrochen. Mir egal. Hier gibt es gleich die nächste Rebellion. Gleich die nächsten Sklaven.
Ja, es ist schon ein bisschen stressig hier, die Kampagne momentan. Die Skaven werden uns bestimmt nicht in Ruhe lassen in nächster Zeit. K&K wird bald rebellieren. Wir müssen das Sklavenkap trotzdem einmal erobern. Super teuer, verdammten Skaven. Okay, aber soll es mal gewesen sein für heute, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich muss zugeben, in der Kampagne geht doch deutlich mehr ab als bei Kislev. Deswegen macht sie mir momentan schon ein bisschen mehr Spaß. Ich hoffe euch auch. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.